Sakai in Tokio. Die spektakulärste Stadt der Welt. Hier gibt es das kleinste Hotelzimmer der Welt, den größten Fischmarkt und am Fuße des Mount Fuji die radikalste Achterbahn dieses Planeten. Kais Reise in die japanische Millionenstadt beginnt auf dem Frankfurter Flughafen. Und er wird nicht mit irgendeinem Flugzeug fliegen. Jetzt geht's gleich los. Von Frankfurt direkt nach Tokio. Flugzeit ungefähr 12 Stunden. Aber das Gute ist, ich fliege mit dem modernsten Flugzeug der Welt. Mit dem Dreamliner, mit der Boeing 787. Von Deutschland aus fliegt nur diese Maschine. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ganz neues Flugzeug. Schauen wir uns mal an. 250 Passagiere im Vergleich zum A380 ein kleiner Hüpfer, aber vollgepackt mit neuester Technik. Also groß ist der irgendwie nicht, aber davon gibt es nur ein paar auf der Welt und alles neu, ganz leichtes Flugzeug, riesengroße Fenster, die Luft soll besser sein, weniger Druck, man soll ganz entspannt fliegen. So, das hier ist die Business Class, alles natürlich ein bisschen feiner und teurer, gibt sogar kleine Schüchen für die zarten japanischen Füße, nehme ich einfach mal mit. Und ich glaube, wir müssen mal in die Toiletten gucken. Wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dann haben diese Toiletten etwas ganz Besonderes. Ist das Toilette? Ja. Welches Geheimnis kann eine Flugzeugtoilette verbergen? Größer als andere ist sie nicht. Die Japaner lieben ja ihre Toiletten und ich habe sowas noch nie gesehen im Flugzeug. Eine vollautomatische Toilette, wenn man will, kann man sich den Hintern waschen lassen und föhnen. Und wenn man dann fertig ist, drückt man einfach auf diesen Knopf. Deckel zu und tschüss. Hightech auf der Bordtoilette. Aber auch das Cockpit ist beeindruckend. Alles gecheckt, Cockpit ist okay, wir können loslegen. 16.000 Kilometer und 12 Flugstunden später landet Kai mit dem Dreamliner in der japanischen Hauptstadt Tokio. Hier leben auf engstem Raum 9 Millionen Menschen. Trotz der Enge funktioniert diese Stadt wie ein Uhrwerk. Doch sich zurechtzufinden ist eine Herausforderung für jeden Besucher. 8 Uhr morgens in Tokio, das war ein ziemlich langer Flug. Und das größte Problem wird garantiert hier sein, sich verständlich zu machen. Man kann kaum was lesen und die Sprache ist echt kompliziert. Aber es gibt natürlich auch hier Hilfe aus dem Internet. Da kann man sich so eine App runterladen und kann sich alles übersetzen lassen, was man so sagen will. Zum Beispiel Hallo. Konnichiwa. Hallo heißt Konnichiwa. 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 Ah, funktioniert doch. Wunderbar. Also das werde ich bestimmt noch brauchen. Und ich mache mich jetzt auf den Weg. Als erstes brauche ich ein Hotelzimmer. Und hier in Tokio gibt es die kleinsten Hotelzimmer der Welt. Die sogenannten Kapselhotels bieten Millionen von Pendlern in Tokio die Möglichkeit, günstig ein Nickerchen zu machen. Hier muss es sein. Ah, steht's schon. Kapselhotel. Arigato. Arigato. Ah, das klappt doch super mit meinem Japanisch. Konnichiwa. Konnichiwa. You speak English? Wenig? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Yes. One night? One night, Standard Kapsel. 4000 Yen. Standard Kapsel? VIP Kapsel, 5000. Also Standard Kapsel 4000, also ungefähr 40 Euro. VIP Kapsel 5000. VIP ist bigger. VIP Room equal VIP Room. Bigger. Okay? Ah, dann nehme ich lieber eine VIP-Kapsel. Zu den Regeln im Kapselhotel in Tokio gehört auch, dass Kai gleich am Eingang seine Schuhe ausziehen muss. Im Untergeschoss bekommt jeder Gast einen Spind. Handtücher, Badelatschen, ein Kimono und eine Zahnbürste sind im Preis inbegriffen. Für Europäer alles ein bisschen kleiner als gewohnt. Alles da, was man braucht. Aber man sieht, Größe 46 und die Japaner sind nicht auf so große Füße eingestellt, die passen kaum da rein. 3 Stockwerke höher kann sich Kai dann seinen Schlafplatz anschauen. Ein bisschen mit der Angst zu tun. This is VIP Room. 16 normale und 2 VIP-Kapseln gibt es auf jedem Stockwerk. Die Preise richten sich danach, wie lange man schlafen will. Am billigsten sind Nickerchen bis 2 Stunden während des Tages. Die Gemeinschaftswaschräume und Toiletten sind sehr klein, aber sehr sauber. Okay.
Arigato. Arigato. Thank you very much. Ja, da richte ich mich mal ein jetzt hier. Alles da, was man braucht. Fernseher, Bettdecke, ein Radio. Na gut, also da werde ich auch schlafen heute Abend. Aber jetzt gucke ich mir erstmal ein bisschen was von Tokio an. Unglaublich. In Tokio haben nur wenige Straßen einen Namen. Wer sich hier nicht ein bisschen auskennt oder sich verständlich machen kann, ist verloren. Aber nicht nur das kommt Kai japanisch vor. Also was bitte ist ein High Society Schulclub? Kleiner Tipp, ist so eine Art Schulmädchenbedarf für Männer. Tokio ist schräg und gilt als teuerste Stadt der Welt. Also ich lebe ja nun im kleinsten Hotelzimmer der Welt, aber es geht natürlich anders auch hier in Tokio, und zwar im angeblich luxuriösesten Hotel der Welt. Und das wird geleitet von einem Deutschen. Das Shangri-La Hotel ist gerade in einer Umfrage zum besten Hotel der Welt gewählt worden. Geleitet wird es seit einem Jahr von Jens Mösker. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Gehen wir am besten gleich. Gehen wir gleich los. Wow. So, ja, wenn man hereingetreten, das ist unsere Presidential Suite, obersten Stockwerk des Hotels. Die Suite zwei Etagen hoch, also sehr, sehr hohe Decke. Wie groß? Knapp 270 Quadratmeter. Und diese Suite hat natürlich ihren Preis. Eine Nacht im edelsten Hotel der Stadt kostet 20.000 Euro. Dafür gibt es aber auch feinste Materialien, einen unglaublichen Blick aus der Badewanne und natürlich ein Hightech-Klo. Das ist mir aufgefallen hier in Japan. Überall, wo man ist, gibt es diese vollautomatischen Toiletten. Mhm. Diese ganzen Funktionen, werden die wirklich genutzt? Wenn Sie jetzt in einem freistehenden Restaurant sind zum Beispiel und Sie möchten da aufs WC gehen, Sie brauchen nichts anzufassen mit der Hand, alles passiert automatisch. Es ist sehr viel auf Hygiene und auf Gemütlichkeit. Ne? Es wird alles einfach gemacht. Ja. Vermissen Sie das mittlerweile, wenn Sie auf Reisen sind? Es kommt mir komisch vor. Ich war letztens in Hongkong und dann im Hotel auf das WC gegangen und auf einmal ging der Deckel nicht hoch. Da musste ich erst mal nachdenken, warum nicht? Also in der Beziehung wird man wirklich verwöhnt in Japan, muss man schon sagen. Verwöhnt wird man auch in der Küche des Luxushotels. Chef ist hier der Deutsch-Amerikaner Oliver Weiber. Anders als in Deutschland gibt es hier Köche, die nur auf eine Zubereitungsart spezialisiert sind. Ist es eigentlich wahr, dass solche Spezialisten für Sushi so eine ganz lange Ausbildung machen müssen? Ja, Sushi-Chef wird ein Sushi-Chef. Er arbeitet nicht mit anderen Sachen, er wird nie Hamburger kochen oder zum Beispiel Fisch kochen, er wird nur Sushi-Chef. Sushi ist kompliziert. Das lässt Kai keine Ruhe. Können wir mal irgendwas zusammen machen? Schön, kann man schon. Das ist ziemlich einfach, aber nicht so einfach. So was mache ich gerne. Ziemlich einfach, aber nicht so einfach. Ja, dann machen wir ein bisschen. Was machen wir? Sushi? Schon. Ja, Sushi. Finde ich cool. Kaum zu glauben, der nette Sushi-Experte neben Kai ist noch in der Ausbildung seit 14 Jahren. Kein Wunder, dass Kai nur staunend zuschauen kann, bevor er selbst versucht, ein vernünftiges Sushi herzustellen. So soll es aussehen, okay. Und dann drückt man ihn so zusammen? Ja, ja. Und ein bisschen Wasabi drauf. Ein bisschen Wasabi drauf, das sieht jetzt noch nicht richtig gut aus, was ich hier mache. Wasabi drauf und das Ganze dann da drauflegen. Und jetzt kann man mal den Unterschied sehen. Von seinem Sushi zu meinem Sushi. Naja, ich glaube, ich stelle es mal lieber dahin. Es ist wirklich sauschwer, also es ist kein Witz, es ist echt eine Kunst, die so richtig zu machen. Und meine, bei mir klebt der Reis an den Fingern und in der Hand und nicht da, wo er sein sollte. Und wie isst man Sushi richtig? Mit der Hand upside down. Umdrehen und dann nur den Soy Sauce und dann das so essen. Ah, aber mit der Hand? Ja. Also man will es mit der Hand essen? Mit der Hand und kein Soy Sauce auf den Reis, nur auf den Fisch. Nur auf den Fisch. Traditionell wird hier japanischer Reisschnaps zum Sushi gereicht. Sake. Das ist mein Sake. Ja, kalter Sake. Kalter Sake? Nicht heiß? Wieso? In Deutschland trinken wir Sake immer heiß. Hier trinken wir es kalt. Also in Japan ist es Tradition, ihn kalt zu trinken. Was ist denn die teuerste Flasche Sake, die ihr habt? 65.000 Yen. 65.000 Yen, das sind 650 Euro. A bottle. Für die ganze Flasche, klar. Dumme Arigato. Thank you very much. Wie bezaubernd.
So, also, und ich habe gelernt von Oliver, Sushi isst man mit den Fingern, Sushi nehmen, rumdrehen, einmal durch die Sojasauce streichen. Köstlich. Und dazu Sake. Kampai. Prost. Wunderbar. Bin im Paradies. Für Kai geht der erste Tag in Tokio zu Ende. Während das Nachtleben gerade erst beginnt, macht sich die Langnase, wie Europäer hier gerne genannt werden, auf den Weg in sein Hotel. Die VIP-Kapsel wartet. Das kleinste Hotelzimmer der Welt. Meine kleine Kapsel. So, geht doch. Genug Platz in der Hütte. Und gute Nacht. Doch es wird eine sehr kurze Nacht für Kai, denn das nächste Abenteuer wartet schon. 4 Uhr morgens, nicht zu fassen, habe ich gerade aus meiner Kapsel geschält. Und das hier ist der Fischmarkt Tokio, Tsukiji genannt. Und da muss man sich ganz früh am Morgen anstellen, wenn man sehen will, wie hier die Thunfische versteigert werden. Nur 50 Besucher dürfen jeden Morgen um 5.30 Uhr bei der Versteigerung dabei sein. Da heißt es, früh anstellen und Geduld haben. 1,5 Stunden später geht's endlich los. Ich bin mal sehr gespannt, wie die aussieht, die Aktion. Der Tsukiji-Fischmarkt ist der größte der Welt. Die Thunfische, die hier jeden Morgen versteigert werden, wiegen bis zu 300 Kilo. Bevor es losgeht, prüfen die Einkäufer genau die Konsistenz des Fleisches. Auch die Farbe spielt eine entscheidende Rolle. Je dunkler, je besser und teurer. Im letzten Jahr ist hier ein Blauflossen-Thunfisch für 300.000 Euro verkauft worden. An den anderen Ständen verkaufen die Händler jeden nur erdenklichen Fisch. Also das heißt ja, dass die Japaner alles essen, was mit Fisch zu tun hat. Und das stimmt. Man kann hier für umgerechnet 1 Euro Thunfischaugen kaufen.